Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. Ich bin gerade hier mit Tenzin hier in Tibet, in, genau gesagt in eher so den gebirgischen Gebieten von Tibet. Und ja, wir suchen noch die nach der Expedition von einem Fischer, einem Nazi, oder Ex-Nazi eher gesagt, da die hier auch nach Shambhala gesucht haben und wohl auch irgendwie gefunden haben, wahrscheinlich. Denke ich mal von aus. Des Weiteren wollte ich gerade noch sagen, dass ich jetzt ein bisschen voraufnehme für die Abi-Zeit, damit ihr auch versorgt seid, während ich Abi habe und während ich lerne. Also wir haben jetzt gerade Anfang Februar. Das heißt, ich werde ein bisschen vor aufnehmen, pre-capture. Damit ihr auch Content habt fürs Abi, da ich ja jetzt Ende Februar vor Abi schreibe und dann im April, genau April, Abi schreibe. Werde ich ein bisschen aufnehmen, damit ihr ein bisschen Content haben könnt. Auch versucht das dann natürlich auch aufzunehmen, beziehungsweise auch hochzuladen. Ist natürlich ein bisschen stressig, auch unter den Schultagen sozusagen dann noch was hinzukriegen. Aber ich versuch's. Und ein bisschen was aufzunehmen und damit ihr schön was habt. Und ich würde sagen, weiter geht's. Tenzin, ich folge dir. Wow. Impressive. Wow. Such a Ningba huge Resha. Hentoredo. Um was wollen wir wetten, dass wir zu dieser Statue müssen? Ja, Hagan der Story. 100% würde ich sagen. Oh. Tenzin, komm her. Okay. Tenzin, stell dich auf den anderen Hebel. Thank you. Danke, Dini Toro. Sagst du so leicht. Vielen Dank, Tenzin, schon mal. Oh, shit. Na, alles rechtzeitig geschafft. Ich verstehe den Assassin's Creed-mäßig mit der Zeit am Ablaufen in den Assassinengräbern. Oh. Musste man nicht springen. Aber ihr kennt das ja schon, wenn ihr schon die anderen Folgen gesehen habt. Dass ich durchaus mal gerne bei so Springen-Sachen ins Leere springe oder in den Tod springe auch, eher gesagt. Ist ja nichts Neues bei mir auf dem Kanal. Ich bin ja gerne ein wenig tollpatschig. So, und jetzt hoch hier und genau, du machst es super. Ganz, ganz große Klasse, Nathan. Hoffentlich kann ich auch an Uncharted 2 demnächst auch das Projekt beenden. Demnächst, das wäre auf jeden Fall gut. Denn es kommt ja schon bald Uncharted 4 raus. Werde es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Aber ich probiere es. Vielleicht schaffe ich es ja. Wenn sie etwas niedriger wären, könnte ich darauf klettern. Chateau. Wow.
Okay, was soll ich machen? Ah, warte mal. Kommt mir auf jeden Fall ein Gedanke. Tenzin, leg den Schalter um. Na bitte, geht doch. Sehr schön. Tenzin, mein Freund. Nice. Genau dahin wollte ich doch, oder? Ja. Ein bisschen klettern. Wow, nein. Hoch hier. Okay. Ich muss im richtigen Moment dann da durch. Ich sag gerade noch im richtigen Moment da durch und dann verkacke ich's. Boah, Jungs, ey. Meine Freunde. Wow. Ich muss runter, ne? Klar, Tenzin, nimm den leichten Weg. Ja, wohin muss ich jetzt? Ich bin ehrlich und sage... dass das falsch aussieht. Wow, ja, ganz ruhig. Klar, Tenzin, nimm den leichten Weg. Ja, wenn ich nur wüsste, wo lang der schwere Weg geht. Was? Oh Mann. Ich war doch schon durch. Also die...
Klar, Tenzin, nimm den leichten Weg. Wir wissen, dass er den leichten Weg hat. Nein, ich wollte mich doch nicht loslassen. Ja, wenn ich jetzt gesprungen wäre, wäre ich wieder. Ah, so. Ich sehe. Wow. Klar, Tenzin, nimm den leichten Weg. Die Frage ist nur, wo muss ich denn da hinspringen? Oder, hier. Sehr gut. I like that a lot. So. Endlich. Ja, das kann man so sagen. Endlich. Ja. Toll, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich muss da irgendwie rüber. Am besten auf die harte Tour. Das wird wohl die Lösung sein. Nein, ganz runter, bitte. Und noch weiter runter. Genau. Genau, perfekt. Nice.
Boah, das war nochmal knapp. Und hoch hier. Wow, ich sehe gar nichts mehr. Und wieder hoch hier. Komm, jetzt genau. Perfekt. Sehr gut. Okay. Was jetzt? Da ist er. Hey, Tenzin! Was geht? Witz sein. Gute Reflexe. Ja, praktisch. Ja. Ich schätze nicht. Ich glaube eher nicht, dass es was Gutes ist. Aber warten wir mal. Gibt's noch einen Weg raus? Jake, tell us show. Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Oh. Der Chintamani-Stein. Das Harz. Na nu. Sieh mal einer an. Die wurden alle erschossen. Ja, Tata. Die Karriere. Das ist die Irmensäule, der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Das waren alles SS-Leute. Na Gott sei Dank so. Nazis. Nazi? Na kommt gar nicht mehr. Was wird dann aus dem Mann? Tenzin.
Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Mare, Mare. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Schau. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Sofort.